Boah, du bist lustig mit dem... LOL. Oh. Boah, Freunde, es ist wirklich die Hölle hier los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach so. Wenn man nicht weiß, dass man im Vulkan ist, dann könnte es auch die Hölle sein. Wir sind bei Dantes Inferno. Ich muss einmal auf ihn schießen, ne? Oder ich weiß auch gar nicht, wie langsam man drücken kann. Ich will mich hier nicht so abhetzen und am Ende geht das irgendwie voll leicht. Also jetzt. Jetzt holt er seinen Teil da raus. Und jetzt muss ich den Stein da bekloppen. Das ist aber auch nicht gerade schön, was man hier machen muss. Und wie ist denn das auf dem PC, ey? Boah. Okay, hab's geschafft. Oh je, Leute, tut mir leid, wenn man... Boah, jetzt ist mal eine andere Kombination. So, toll, jetzt ist es soweit. Und wie komme ich jetzt an ihm vorbei? Irgendwie an der Seite oder so. Ja, aber das Ding hat so eine Reichweite. Schon mal gesehen? Ja. Kann auch nicht zu dir rüberjumpen, ey. Ich snipe ihn einfach mal ein bisschen. Ah, jetzt? Ah, ne, jetzt fängt er wieder an. Headshot! Ja, schieß doch auf ihn drauf, schieß! Ich bin doch dabei, Mann! Oh, warte, ich hab die Idee. Ah, ich hab das Ding getroffen. So. Genau. Was geht denn jetzt ab, ey? Ah, genau, jetzt. Ist er jetzt bei mir? Erstmal nachladen. Wieso hast du so viel HP verloren? Keine Ahnung. So, wie geht's jetzt weiter? Wir gehen dann in den mittleren Kreis. Ja. Und jetzt läuft er hier lang. So kenne ich das gar nicht. Oder bin ich jetzt echt dumm? Ich raff's nicht, Freunde. Legt da oben alles voller Minen. Ja, preparing the battlefield heißt das, ne? Ja, du musst zu mir kommen jetzt. Ja, ich habe gerade was gesehen. Aber, hä? Nein, nein. Kontroll, Gott sei Dank. So, wie ging's jetzt? Jetzt kriegt er das Ding immer vorne und einmal hinten. Am besten wir teilen uns so ein bisschen... Oh, alles voller Minen, lol. Das scheint zu wirken. Warte mal, wo hat denn er das Teil jetzt? Auf dem Rücken, oder? Ja. Ach, Kreis! Wieso kommen die auf einmal mit? Jetzt steht er auf dem Rücken, ey. Da wo das Teil ist. Ach so, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Sag nicht Teil, sondern sag verwundbarer Punkt, ey. Dann weiß ich auch, boah, was du meinst. Tentakelwirbel auf dem Death. Ja, nachladen meine Zeit, ey. Jetzt hat er es vorne. Okay, musst du machen. Ich mach ja. Sehr gut. Alles gut, jetzt muss ich auch eh nachladen. Oder bleibt das jetzt vorne? Oh, Alter! Ne, jetzt dreht er sich um. Ja, jetzt ist es hinten. Ja, ja. Scheiße, kein Muni mehr! Ich kann nichts machen! Ich hab keine Munition! Null! Dann lenk ihn irgendwie ab, dass er zu dir guckt, dann schieße ich. Ja. Keine Ahnung, wie. Ich eine Handgranate? Nein, ich hab keine Handgranate. Hätte ich mal dran denken müssen, noch mehr Munition einzupacken. Ja, wäre schlau gewesen. Wow, was war das denn? Oder so. Lol. Oh nein, ich hänge hier im Menü fest. Was mache ich denn? Wie hast denn das gemacht, Alter? Ich bin einfach hingerannt. Ich dachte, ich könnte die Messer an. Wow, ich muss den Band mischen. Lol? Was war das denn jetzt? Ja, so geht das! Lol? Jetzt kommen wir kein Quicktime mehr, oder? Weil kam eben Kontrollpunkt. Doch, eine Sache kommt noch. Das war klar. Hey Josh!
Jill! J&J. Und ich heiße Jan. Ich geh zu euch. Stefan kann hier bleiben. Die hat kein J im Namen. Ah nee, jetzt kommt wieder ich. Das war so klar. Wir hätten die Charaktere tauschen sollen. Aber ich fand's mit Chef eigentlich ganz lustig. Ja, ich auch. Jetzt müssen wir beide drücken gleich. Quietsch! Du wiederholst dich. Ja, der verbrennt doch schon, ne? Der muss da sowas von leiden. Wir schießen wahrscheinlich wieder Viereck. Nein, so. Oh, ich liebe diese Ansicht, ey. Oh Gott. That was for our fallen brothers. Der fliegt mal raus, sonst verbrennt ihr noch. Oh mein Gott, wir haben es, Alter. Wir haben es tatsächlich geschafft, Mann. Jetzt kann ich nur einen Blowjob gebrauchen. Ey, da blickt der Heli! Da ist ein Schatz dran! Schießen runter! Jetzt ein Dreier. It's over. Yes. Finally. More and more I find myself wondering. It's all worth fighting for. For a future without fear. Yeah. It's worth it. Ich hoffe mal, dass diese eine Trophy nicht ist, dass man überall S hat. Ich glaube nicht. Die Sonne sieht aus wie ein Atompilz irgendwie. Ja. Oh, das ist eine. Yay! Oh mein Gott, Leute, wir haben's, Mann! So. So, jetzt du bist die Credits vor. Review-Stunde. Also, ich fang mal damit an. Ich hab jetzt mal bei Dude Lebo reingeguckt, Resident Evil 2 LP, und da haben so Leute. Nein, nichts überspringen. Lassen den Abspann laufen. Haben so Leute reingeschrieben, sie finden den fünften Teil ja total scheiße, weil die Story ist auch total scheiße. Dazu sage ich nur, wo ist denn bitte die Story aus den ersten Teilen besser als die aus dem fünften? Kann mir das mal jemand verraten? Oder auch vom Gameplay her. Gut, in den ersten Teilen ist es halt mehr so adventure-mäßig, dass man mit mir rumläuft. Und hier ist es halt mehr so Action ausgelegt. Aber trotzdem, es macht übelst Fun. Ja. Also ich finde das Spiel richtig geil gelungen. Von der Grafik her mal in Afrika, das war mal was anderes. Co-op-Play ist sowieso Hammer. Das Beste. Ich liebe das. Die Musik war in Ordnung, war jetzt nicht so was Ohrwurm-mäßiges dabei. Nur ich fand's okay. Ich will jetzt hier keine so und so viele von so und so vielen Punkten Wertung geben, da tue ich mich immer schwer. Aber ich insgesamt mochte das Spiel doch sehr gerne. Das LP war sowieso leicht chaotisch, denn es ging öfters mal was schief. Da habt ihr jetzt nicht so viel von mitgekriegt, außer jetzt an dieser einen Stelle, wo ja nur er zu hören war, beziehungsweise ich nur so ganz leise, weil Audacity halt beim Abspeichern abgekackt ist. Und irgendwo existieren diese Dateien auch noch, aber das mit dem Recovery Tool, ich habe keine Ahnung, wie das genau. Just Cause? Hä? What? Wie das da genau funzt? Ja. Man merkt, dieses Spiel ist von Japan, kann man den Namen sehen. Hihi. Capcom halt. Sechster Teil soll auch noch kommen, den werden wir wahrscheinlich dann auch noch zocken, würde ich sagen, oder? Wenn es einen Koop gibt, auf jeden Fall. Ich habe währenddessen jemand eine Nachricht geschrieben, alle konnten sehen. Haha, sau lustig. Ja, bei mir
Ja, ich würde gleich nochmal in den Nachrichten reingehen, gucken, ob ich da inzwischen was gekriegt habe. Ich habe es nicht so darauf geachtet. Also, ich finde dieses Spiel geil. Einfach nur geil. Und das EP ist richtig gut gelungen eigentlich, finde ich. Ja, doch. Ich fand es wirklich ein echt geiles Projekt auf jeden Fall. Hat von Anfang bis Ende richtig Spaß gemacht. Trotz den vielen Fails. Ja, wir haben es auch gut schnell durchgezogen. Ja, ging. Also, mein Ton hat sich erledigt, weil das Spiel ist echt gnadenlos, was die Reaktionszeit da angeht. Das war echt... Uah. Und wir können schon mal so dazu sagen, es war bestimmt nicht unser letztes Together-Projekt. Ja, das auf jeden Fall nicht. Nur ich denke mal, mit dem nächsten wollen wir schon mal ein bisschen warten, damit ich mich erstmal um meine anderen Projekte jetzt wieder verstärkt kümmern kann. SSX3 wird jetzt erstmal fertig gemacht und dann wird Final Fantasy 12 sowas von geboostet, durchgezogen. Auch bis zum Ende. Da hast du was vor, ey. Ja, auf jeden Fall. Weißt du nicht, sag doch mal deine Meinung über das Spiel, hast du jetzt noch gar nicht so gemacht. Ja, hast es eigentlich schon richtig so gesagt, also... Ja, es war jetzt halt das einzige eigentlich den Nachteil, den ich fand, war einfach, dass so ab der Mitte des Spiels, wo die Zombies eigentlich, ja, wie Menschen normale reagiert haben, mit Waffen und alles, das ist es war ja, na, man muss dazu sagen, es waren ja keine wirklichen Zombies, das waren ja diese Las Plagas. Ja, aber gerade Resident Evil, weißt du, da will man so Zombie und dass die langsam auf einen zulaufen und so und oh, geil. So. Und dann, dass es hell war, hat vom Gameplay eigentlich nichts kaputt gemacht, außer dass es nicht gruselig war. Das ja, war mehr actionmäßig, aber es hat trotzdem gebockt, also das ist kein wirklicher Nachteil. Das war so ein bisschen, ich fand das so innovativ mit den Helmen. Das war ja auch schon im dritten Resident Evil Film so, das fand ich eigentlich richtig geil. Hm. Naja, also ich find's einfach nur geil. Es hat jetzt auch wieder gebockt, gerade im Koop-Modus. Sollten viele Spiele machen. Ja. Ja, dann würde ich sagen... wurden wir hin und wieder mal so gebuffert von Nachrichten. Geborfert, Album. Ich kann geborfert. Perfekt den Part werden, sind erst bei 11 Minuten irgendwas. Hast du jetzt schon auf Shop gedrückt? Nö, noch nicht. Ne, machst du auch gefälligst nicht. Sony. Oh, wehe, die blocken den Sound. Wehe, da gibt's so auf die Fresse. Ne, Kumpel hat ein Tool gefunden, das nennt sich, wie hieß es, Stealthy oder irgendwie so. Mit dem kann man sich dann so Videos, die in Deutschland gesperrt wurden, trotzdem angucken. Werd dann, denke ich mal, in die Beschreibung das Ganze nochmal reinposten. Die Playlist aktualisieren. Ich werde das dann so machen, dass ich bei meinen Parts dann ein C für Chris ranhänge. Und er wird dann ein S für Sheffer, beziehungsweise für Spitfire ranhängen. Und dann werde ich das so machen, dann in meiner Playlist werde ich erst meine erst seine aufgenommenen Parts und dann meine aufgenommenen da reinpacken. Also jetzt vom letzten Kapitel, also vom sechsten Kapitel. Are you? Weil wir es halt beide. Uroboros. Mkono Battle. Wesker Final Battle. Ey, die sind ja echt kreativ mit den Namen hier. Das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet. Ach Gott. Peter Rotter, Steve Dress. Da ist einer Potter mit Nachnamen. Ey, du musst mal seinen Sohn dann Harry nennen. Ey, das wäre doch übelst geil. Oh Mann. Und dann Joanne K. Rowling verklagen, ey, das wär's doch. Oh ne, Brandon Gay. Ey, ich lach lieber nicht, am Ende werden wir noch verklagt von den Leuten. Na, das wissen die doch nicht. Zong! Ja, warte ab. Zong! Da ist einer Zong! Ich sag nur hier Final Fantasy 7. Crisis Core vor allem. Oh Gott. Also, die haben teilweise richtig geile Namen immer in den hier Dingens. Abspannen, Credits. Da guck ich immer hin, also das. Da hat man manchmal. Also. Suzuki! Ha! Man findet immer so tolle Sachen, so bekannte Sachen. Und lustige Sachen auch. Guck mal, also Kawasaki. Honda! Auch. Ey! Jetzt haben wir schon zwei Motorräder. Gleich kommt noch Honda, dann ist meine CBR, ist wahrscheinlich. Ja, auch Honda, dabei. Honda war da doch gerade. Hä? Ja, da war Honda! Das war auf der linken Seite. Okay, cool. Takahara. Der hat vier A's im Namen. Leute! Der Vorname Masaki! Leute, bei mir mache ich schon mal die Aufnahme aus, weil der Part ist eh gleich vorbei und ich habe keinen Bock, das noch irgendwie dumm zu schneiden. Bauhaus WTF. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten LP. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht Overlord, ich bin am Überlegen. Wir werden auf jeden Fall noch die Trophies holen und ich werde dann bei den Trophies auch jedes Mal die Aufnahme anmachen, wenn sich gerade die Chance ergibt. Ich habe, glaube ich, eine einzige Offscreen geholt. Nämlich drei Stück mit einer Granate erledigen gleichzeitig. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten LP oder Ankündigungsvideo oder keine Ahnung. Ja, also gut, Leute. Bei älteren Projekten auch gerne mal reinschauen oder bei mir auf dem Kanal gerne mal reinschauen.
Wir haben trotzdem ein A. So, ich muss das beenden. Tschüssen.